12.03.2019. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Bitcoin-Update. Nach meiner Abstinenz ist es mir jetzt endlich wieder möglich, in den gewohnten vier Wänden meine Videos aufzunehmen und euch mit Updates zu versorgen. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns nicht so sehr mit dem Intro und fangen direkt mit dem Kurs an. Und ich würde damit starten, das Ganze ein wenig zeitlich in Relation zu setzen. Wie ihr seht, formen wir jetzt auch schon seit langer Zeit eine Range im Bereich 3.000 bis 4.000 Dollar. Ihr könnt das Ganze ein wenig vergleichen mit der Range, die wir bei 6.000 Dollar damals geformt haben. Die Range, die bestimmt den meisten ja vielleicht in besserer oder auch schlechterer Erinnerung ist, je nachdem, wie ihr euch in dieser Zeit verhalten habt. Auf alle Fälle hat sich diese Range, die wir jetzt gerade sehen, im Bereich 3.000 bis 4.000 Dollar schon seit 99 Tagen etabliert. Es ist ein Bereich von knapp 30% von diesem Range Low zum Range High. Und um das Ganze jetzt, wie gesagt, in Relation zu setzen, sehen wir uns mal die 6K Range an, die wir damals geformt haben. Da finde ich jetzt in diesem Vergleich ganz interessant und hoffentlich keine Prophecy, die ich hier tätige, oder keine Self-Fulfilling Prophecy. Die Range, die wir damals geformt haben, ist von der Länge her mittlerweile schon fast ident wie die Range, die wir jetzt formen. Ich muss sagen, die 6000er Range ist mir damals noch um einiges länger vorgekommen, aber tatsächlich seit diesem Kursabfall von 8400 und als wir dann das erste Mal hier auf 5900 aufgeschlagen sind, haben wir uns exakt 99 Tage in dieser Range bewegt. Das heißt, gleich lang wie in diesem Bereich hier unten mittlerweile. Die gute Nachricht, die Preisanstiege hier oben waren um einiges langweiliger als hier unten. Das heißt, wenn wir uns die positiven Sachen raussuchen, haben wir hier höhere Volatilität zu traden als hier oben. Ja, wir schauen jetzt hier im Daily Chart weiter, was jetzt hier ganz interessant ist. Wir hatten das erste Mal diesen Touch, wo ich jetzt den Support nicht zeigen werde. Das ist, glaube ich, noch in einem meiner älteren Videos. Wir hatten auf alle Fälle diesen Support hier geformt, der vom Weekly Chart kam, vom Jahr 2017. Haben dann das erste Mal diesen Preisanstieg gesehen. Wo ist jetzt mein Tool? Sind dann hier hochgerannt zu 4000, hatten hier das erste Mal diesen Angebotsbereich, der seitdem als Resistance dient, haben dann geschafft, hier das höhere Tief, das Higher Low zu halten, sind dann nochmal aufgeschlagen, um dann eben diesen großen Sell-off zu sehen. Zufälligerweise eine M-Struktur und die uns jetzt eben in dieser Range haltet. Was hier auch interessant ist, wir halten hier ein Higher Low, konkret hier. Tief, tief, höheres Tief, formen dann hier das nächste Tief, was auch höher ist. Und das hier, wo wir diesen einen roten Tag hatten, zähle ich jetzt nicht wirklich als Higher Low. Das nächste Higher Low ist nämlich hier. Das heißt, gute Nachricht, tada, die Struktur ist noch bullish. Struktur ist noch bullish, da wir eine Serie von Higher Lows formen. Und solange wir diese Serie von Higher Lows formen, sollten wir oder könnten wir davon ausgehen, dass wir diesen oberen Bereich nochmal antesten, dieser Range. Generell gesagt würde ich langfristig immer noch darauf plädieren, dass wir mindestens in den Bereich 5400 bis 5900 vorstoßen, bevor wir eventuell weitere Tiefs sehen, je nach Sentiment. Ich muss mich jetzt wirklich erst wieder ins Sentiment einarbeiten. Mir kommt vor, die Stimmung ist ein wenig ruhiger geworden. Es ist jetzt nicht mehr so dieser große Hype. Ich meine, dieser große Hype ist schon lange nicht mehr um die Buzzwörter Bitcoin plus Blockchain. Das heißt, ich bin mir noch gar nicht so sicher, rein gefühlstechnisch, rein sentimentstechnisch, jetzt Chartanalyse außen vor gelassen, ob wir eventuell den Boden schon gesehen haben, sorry, und jetzt einfach dieses lange Ausbluten sehen. Das heißt, dieses lange, langweilige Seitwärts gehen, bevor wieder mehr Action kommt. Dazu kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Rein charttechnisch würde es definitiv Sinn machen, diesen Bereich hier aufzufüllen. Ob wir aber diese Nachfrage zusammenbekommen an effektiven Käufern, ist natürlich wieder die andere Frage. Wir schauen uns das Ganze jetzt auf Intraday-Basis an, das heißt auf den niedrigen Timeframes. Und da muss ich wirklich sagen, auf dem 1-Stunden-Chart sieht es absolut hässlich aus, absolut beschissen. Ich würde jedem empfehlen, lieber
Forex oder irgendeine Währung sich anzusehen, wer unbedingt jetzt Lust hat, was zu traden. Puh, das hier sieht für mich einfach hässlich aus. Richtig, richtig hässlich, wenn ich sowas sehe. Wir sehen hier diesen Abfall, diese U-Form. Ohne Grund, beziehungsweise okay, wir haben einen Grund. Wir haben zwar hier diese Stops, die hier aus dem Markt genommen werden, aber wir können auch darauf plädieren, dass viele Bitcoin-Trader schon vorbereitet sind auf Stop-Loss, Stop-Hands und ihre Stops direkt schon hier drunter setzen. Das heißt, wir haben diesen Wick hier im Markt gelassen, haben aber diese ganzen Stops hier rausgenommen, um dann eben direkt diese Reverse-Struktur zu sehen. Das heißt, wir fahren von hier aus direkt wieder hoch, formen hier einen schönen Uptrend, higher lows, higher lows, higher lows, higher highs. Das heißt, wir haben hier eine Art Channel, der dann aus dem Nichts einfach nach unten bricht. Wir formen hier diesen hässlichen, ewig langen Wick, der knapp, ja, eh nur 2%, hat jetzt eh viel mehr ausgesehen, lang ist, der wieder alle Leute, alle Trader aus dem Markt nimmt, die long im Markt sind, nur um dann zu sehen, dass der Kurs sich dennoch auf 3.900 Dollar bewegt. Also hier wirklich die Price Action nicht schön anzusehen. Aber was mich positiv stimmt, ist in dem Fall, dass wir diesen Support hier halten. Dieser Bereich hat besonders mein Interesse erweckt, weil wir eben diese Kerze gesehen haben. Diese Kerze ist sehr verdächtig. Wenn ihr sowas seht, dann sollten bei euch die Alarmglocken schrillen. Wir haben eine große grüne, in dem Fall weiße Kerze hier gesehen. Das heißt, wir hatten sehr viele Leute, die in diesem Bereich verkaufen konnten, da wir dann eben diesen starken Sell-off nach unten gesehen haben. Das heißt, diese Kerze hier hat dazu geführt, dass wir diese ganzen Stops hier aus dem Markt genommen haben. Als wir dann wieder hier zurückgekommen sind, haben wir den Support gehalten. Sehr, sehr wichtig. Ein Bereich, der euch in die Augen springen sollte. Also, das war das Erste, was ich jetzt hier markiert habe, als ich den das erste Mal den Chart wieder geöffnet habe. Und et voilà, direkt heute hiervon gebounced. Das heißt, die Bullen haben die Kontrolle am heutigen Tag über, was natürlich positiv zu bewerten ist, hier am 12. Es war um 2 Uhr morgens, natürlich sehr früh, aber das Low wurde ein zweites Mal gehalten. Wir hatten hier den zweiten Test, wie gesagt, klassisches Stop-Run Gehabe von den Market Makern. Durch diese Wicks denkt man sich einfach, okay, wir lassen euch nicht drinnen, wir wollen euch Longs aus dem Markt haben, wir wollen euch nicht dabei haben, bevor wir den Kurs nach oben treiben. Schaffen es jetzt hier, diesen Support zu halten. Es ist, glaube ich, noch kein interessantes Fibonacci-Label und könnten das Range High die nächsten Tage wieder testen. Aber bis dahin werde ich sowieso noch ein neues Update rausbringen. Interessieren tut mich jetzt erstmal diese Zone. Hier sind wir wirklich an einem Niemandsland gerade. Also hier würde ich nichts machen, nicht long gehen, nicht short gehen. Ich will konkret sehen, dass wir erstens wieder mal hier drüber brechen, bevor wir dann diesen Sprung auf 3.900 wieder setzen können und hoffentlich bald hier drüber brechen und das machen. Aber das natürlich steht doch in den Sternen die nächsten Tage. Hier absolutes Niemandsland. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir hier nochmal diesen Bereich von 3.807 testen. 387 sollte halten. Alles darunter wäre schon sehr, ja, verdächtig für tiefere Lows. Also wieder im Bereich 3.700 bzw. hier 3.600 wäre auch ein Bereich, der dann angetestet werden könnte. Hier eine Art Range geformt. Hier wieder diesen Fakeout drüber. Support gehalten. 3.778 sozusagen sehr wichtiger Bereich. Der nächste wichtige Bereich 3681, die nächsten Supportzonen, die ihr euch merken solltet. Ansonsten könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir auf 3,5 gehen und wieder auf 3351. Bis dahin sieht aber alles wirklich eher positiv aus. Ich gehe davon aus, dass wir diesen Bereich hier weiterhin etablieren, dass wir uns hier noch hin und her bewegen, bevor wir den Bruch drüber schaffen könnten. Wie gesagt, ich muss mir jetzt erst selber wieder mal einen generellen Überblick schaffen über das Sentiment, die Lage, den Chart im Allgemeinen, den Chart wieder jeden Tag beobachten, beobachten, wie die Price Action zurzeit so ist, bevor ich präzisere Aussagen treffen kann. Aber das wäre jetzt hier mal mein erster Eindruck, den ich hier jetzt wieder nach meinem ja, nach meiner Zurückgabe, nach meinem Zurückkommen sozusagen sehe. Ja, das hier natürlich absoluter Horror, solche Kerzen. Ich wollte eigentlich noch kurz das Thema Ineffizienzen ansprechen, Preisineffizienzen, aber das Video ist jetzt schon 10 Minuten lang. Das heißt, am Ende des 10-Minuten-Videos schauen die meisten Leute sowieso schon nicht mehr zu, die jetzt noch zuschauen.
sind wahrscheinlich nicht mehr ganz so aufmerksam. Deswegen sprechen wir das Thema Preisineffizienzen im nächsten Video an. Ich weiß nicht, ob ich dafür diesen Kanal verwende oder meinen neu erstellten Kanal. Ich habe auch einen anderen Kanal noch jetzt, den ich neu erstellt habe, auf dem ich mehr andere Sachen abseits Krypto bringen will, natürlich auch im Bereich Finanzmärkte, vermehrt Rohstoffe, Forex, Währungen, jetzt nicht nur konkret Trading, sondern auch Makroeinflüsse, was sind die Treiber unter den Märkten, was sind gewisse Makrofaktoren, Zinspolitiken, Rohstoffe, worauf ihr schauen müsst, Korrelationen, generelles Sentiment, Bonds und so weiter. Das kommt auf dem zweiten Kanal. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Preisineffizienz-Video auch hier machen soll, da es wirklich auch für den Kryptobereich sehr hilfreich ist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich an die treuen Zuschauer und an die treue Community. Ich hoffe, ihr könntet mir verzeihen, dass ich jetzt wirklich mal ein, zwei Monate eher sehr inaktiv war. Es war wirklich schwierig, regelmäßig irgendwas zu machen, beziehungsweise auch den Kurs anzusehen. Da ich ja jetzt auch in Amerika war, 2 Wochen, 2,5 Wochen fast jetzt wieder außer Gefecht mit Reise, Jetlag und so weiter. Bis man dann wieder im Flow ist, bis man wieder täglich den Chart anschaut, bis man wieder seine täglichen Rhythmen drinnen hat, seine täglichen Habits, dauert es einfach. Aber ich kann euch versichern, dass es von mir regelmäßig Videos geben wird. Wie gesagt, ihr seht, so gut wie kein anderer YouTuber ist mehr hier in diesem Bereich, weil wirklich alle nur, die meisten nur von diesem Hype profitiert haben, in diesem Hype dabei waren. Darum geht es mir nicht gar nicht. Also ich brauche keinen Krypto-Hype. Bitcoin ist in dem Fall für mich ein Asset, wie jedes andere. Nur, dass ich halt zu Bitcoins persönlich mehr hingezogen bin, natürlich von der Überzeugung und von den Hintergrundgedanken, als wie zum Beispiel zu Euro-Dollar oder zu Gold, wo ich wirklich einfach sage, okay, ich gehe jetzt long, ich gehe jetzt short, mir ist es eigentlich ziemlich egal, ob jetzt der Kurs 300 Pips nach oben geht oder 300 Pips nach unten geht. Bei Bitcoin bin ich natürlich immer auf der Bullenseite und dementsprechend würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.